schon wie so ein Bake. Heute endlich wieder mal Werkstattvideo. Wir waren schon lange nicht mehr in der Werkstatt und haben was bastelt. Der Old Dog ist heute auch mitvertreten. Der Old Champ. Der Old Champ ist heute auch mitvertreten. Wir werden heute da das Louis Vuitton-Maxi vorbereiten für die Ausfahrt bei den Knockouts nächste, also eigentlich das Wochenende, kann man sagen. Und für das gehört das Louis Vuitton-Maxi ein bisschen entschärft und ein Licht brauchen wir auch drauf. Und da werden wir einen Old Champ Spezialtrick anwenden. Und ich würde sagen, ich drehe die Kamera mal um, zeige, was mit der Louis Vuitton-Maxi schon so passiert ist. Und dann starten wir gleich mit vollem Schwung ins Video rein, Old Champ, oder? Gut, gehen wir da. Jawohl. Licht wird gleich brenner. Ja, das letzte, was man von der Louis Vuitton-Maxi gesehen hat, war eigentlich die 130 km/h-Versuch. Seither ist es eigentlich gestanden und nicht viel gefahren worden, weil die originale Zündung irgendwann den Geist aufgegeben hat. Und wir müssen heute da ein wenig schauen für die Ausfahrt bei den Knockouts in Salzburg, dass es ein bisschen entschärft ist. Ich habe den Motor da schon liegen, den habe ich ausgebaut. Wir müssen die Quetschkanten ein bisschen größer machen, damit es das auch durchhält. Die hat nämlich nur 1 mm Quetschkanten gehabt. Wir werden einen 21er Vergaser drauf montieren. Wir werden schauen, ob sich das ausgeht unter der Abdeckung. Und statt dem legendären FMF Shorty Auspuff wird vom Buchshop ein Homoid V8 Auspuff aufmontiert. Der schaut auch brachial aus, aber nicht so wild wie der FMF Auspuff. Und somit ist das ganze Moped schon ein bisschen entschärft. Als Draufgabe, damit es wirklich hundertprozentig straßentauglich ist, tut der Old Champ da oder seine Akkukonstruktion, die wir beim Philipp Eng gesehen haben, aufbauen. Ja, da haben wir es gesehen, oder? Das erste Mal, ja. Ja. Und ja, sonst zum Moped selber. Wir haben hinten, hätte ich noch einen Plan, dass wir den Benzinkanister da drauf montieren, weil das Moped ziemlich viel Spritverbrauch haben wird. Wie wir da was basteln, wo man es da draufstellen kann, auf so ein Blecherl. Was sagst du dazu? Das ist dann Träger. Ja, Träger schaut schier aus. Wir haben, dass die einfach nur da so steht. Die soll da oder so aufmontiert sein. Der Träger schaut schon gut aus. Nein, aber ich mag keinen Träger sehen. Oh ja, das ist von der. Ich möchte aber keinen Träger sehen. Von der MS50, den habe ich auf meiner roten Augen. Ja, aber der, den sieht man. Passt genau. Ich möchte da unter Blecherl machen, wo man es einfach nur drauf macht. Den Benzinkanister. So werden wir das dann machen. Auf jeden Fall habe ich die Schwinger noch montiert, weil beim Waschen mit dem Kercher die komplette Sprühfolie runtergegangen ist. Da drinnen seht ihr es noch ein wenig. Da ist es runtergegangen, dasselbe ist mir vor meinem Kotflügel passiert. Den habe ich aber schon nachlackiert. Und so gesehen ist das Louis Vuitton-Maxi jetzt komplett zerlegt momentan. Wir haben 2 Tage Zeit, dass wir das zusammenbauen. Und ich würde sagen, die 2 Tage nutzen wir. Ich nehme euch mit der Kamera mit, probiere noch, dass ich ein Video anschneide. Und vor Ort werden wir dann bei den Knockouts auch was Lässiges filmen. Also, let's go! So, Old Champ, was ist jetzt der Plan? Erklär das kurz vielleicht. Ein Skierschlag braucht. Ja, wir müssen Kabel ziehen, jetzt neue Kabel. Ja. Von Akku. Also, der Akku, kann man auch jetzt sagen, ist da hinten drinnen in der Sadeltasche, gell? Halte ich eh fest genug die Sadeltaschen, weil letztens erst habe ich es verloren, im letzten Video. Da sind die Akkus, die habe ich speziell gemacht dafür. Ja. Und müssen wir jetzt dann die Verbindungen machen, rauf da zum Einschalten. Ja. Und ja, Ladepixel müssen wir machen für den Akku, dass das laden kann. Okay. Das ist einmal nicht schlecht. Das heißt, da werden jetzt mal Kabeln gezogen, bis wir es überall verlegt haben. Der, was keine Pferd hat, hat ein Dicke. Den muss Schalter halt jetzt um. Ja, Wahnsinn, das schaut ja aus, wie wenn ich einen Dom damit zinken kann. Ich sehe, du wirst jetzt einen Dom getrieben. Aha. Ja. Und so schalte ich das ein und aus. Da glaubst du, Alter, ich habe einen Sender, wo man über nicht funken kann. Das ist das. Und dann Sender um, oder was? Mhm, da drin kommt die komplette Bordelektronik. Wie bei einem Eurofighter. Ja. Die Tachobeleuchtung wirklich? Tachobeleuchtung brauchen wir keine.
Wir wissen nicht, dass wir permanent dann 100 fahren. Da sind schon die Buchsen da zum Ausstecken, oder? Für, ja. Zum Lohnen. Und so weiter, das ist alles da. Schwingen ist auch wieder drinnen, schwarz-matt lackiert. Hat schon ein paar Gebrauchsspuren. Und jetzt wird da drinnen nachher das Kabel noch alles gemacht mit neuer Fassung, sagt der Old Champ. Ja, da müssen wir umbauen, die Fassung, weil da kommen nur 5 Watt Birndl rein. Okay. Das ist gerade so viel, dass es ein wenig reicht. Das sind 10 gerade einmal. Das ist 10. Ja. Und vorne kommt auch ein Spezialbirndl rein. Okay. So was. Aha. Und da leuchtet man den kompletten Horizont aus, oder? Da leuchtet man ganz alles voll aus damit. Okay. Und das ist für ein Stück. Buffalo Wings ist auch schon da, oder was? Was sagst du zu der Sache da? Wieder Umbau von Old Champ, ne? Du hast schon ein Take-Lago drinnen, nicht, gell? Lass uns einmal da reinfilmen, okay, bevor wir zusperren. Schau zu. Mach auch nochmal kurz. Bevor du zusperrst? Da die Mutzgalerie drin, oder was? Da geht's um. Da angeschlossen, leicht schon. Boah, das leichter war so richtig. Ja, gut. Dann sperren wir zu. Auf nimmer Wiedersehen, oder? Nein, fand ich. Was ist jetzt los? Geht schon oder noch nicht? Nicht drauf. Kann ich schon aufdrehen? Geht nicht, oder? Leicht. Bei dir muss es auch leichten. Ja, leicht, ja. Fahren wir alles da. Musst. So, das passt auch einmal. Das Spektrum ist alles da. Du hast andere Seite noch mehr. Hä? Oder andere Seite. Passt, geht schon. Habe ich jetzt auf und ab Blendlicht. Stopp. Was? Da gehört noch jetzt der. Kann hinten auch aufblenden. Da gehört die Soli. Jawohl, Motor ist auch drinnen. Jetzt werden wir dann diese Elektrozündung da aufbauen. Raffaele, was erwartest du, wie viel PS? Ja, 15 müssen schon drin sein, oder? Ich glaube auch, ja. Schauen wir mal. Old Champ, was sagst du? Alles bereit einmal von dir aus, lichttechnisch, oder was? Ja, ich habe die Masse noch zugehängt, dann ist er durchgegangen. Okay. Schauen wir mal. Das denke ich, hängen wir dann die Masse nach. Sometimes this life can get rough. You get knocked down, but you gotta get up. Keep going. I'd have been knocked down 1,000 times. Yeah, I traveled around 1,000 miles. Feeling so tired, but you know I can't stop now. Came way too far, won't throw in a towel. It ain't looking real good, but I won't give up. Pac said that I gotta keep my head up, so I ain't going nowhere. Yeah, I'm standing right here. Demons all around, but I ain't got no fear. You can kick me around, but I won't stay down. I run this town, ain't backing down. We going them rounds. Yeah, the winds will blow, but these roots too deep. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. In the fire now, but I won't be burned. I was waiting for this, and now it's my turn. Sweat on my face, blood in my eyes. Been underground, now I aim for the sky. Old Champ, stellt die Zündung ein. Also Zündung montiert. Buffalo macht die letzten Feinjustierungen. Und jetzt ist es soweit, oder? Auspuff. Boah, meine Schrauben. Jetzt hätte man da eh noch fast runtergedreht. Bist du bereit? Will ich schon nehmen, ein FMF oder dein? Cool war es ja, gell? Aber es hilft nichts. Wir werden da hinter nehmen. Yeah, the winds will blow, but these roots too deep. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. Turn the lights up now, welcome to the show. I ain't never gonna stop, this is all I know. My eyes on the prize, until I die, I'm gonna rise like Schnee, da die Jura.
Ja, aber das ist allein, dass das mit der Schutzgasse dazu geworden ist. Sagst du, es passt? Ja. Jawohl. Also kontrollier es nochmal, da hat es noch viel stärker in den Ausgang. Ja, das wird schon passen. Wir akzeptieren das Buffalo Spezial, oder? Da hinten schraufe ich jetzt auch noch und dann hätten wir euch einmal so halbwegs, müssen wir nur vergasen. Weil der Buffalo hat dann reingeschissen. Das schaut aus, als hätte der Daumen Vergaser reingeschissen. Das ist ganz Weißlaut drin. Ei, hat der Daumen reingeschissen, ein holländischer. Nein, italienischer, nicht? Polini haben sie sicher, den haben sie nicht offen gehabt in Holland. Bist du bereit zum Ausstarten? So, Burschen, Tag Nummer 2, wir starten die Louis Vuitton-Achse. Ja, wir haben gestern noch extreme Probleme gehabt, deshalb haben wir nicht mehr gefilmt. Aber jetzt rennt das Moped und ist startklar. Was sagst du, wie schnell wird es jetzt fahren mit Übersetzung 12.36? Wird schnell. Wird schnell, sagst du. Okay. Und wir werden es sehen. Der da hinten geht auch mindestens der 40er auf, der 45er. Ja, kann eh sein. Ich probiere es jetzt einmal. Ich fahre in Rosenberg und dann sehe ich dich. Wenn es da voll durchhaufe, ein bisschen leicht, brauche ich nichts umändern. Thank you.
einfach Maxi Henry repariert von der Motorrad ist auch hinten drinnen. Und ich werde das Video noch zusammenschneiden für euch. Dax Factory fährt, ich schneide nebenbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn das Video kommt von der Ausfahrt. Bis dahin.